So, hallo. Willkommen zur Folge 2 unserer. Ja, eigentlich ist das Folge 4, aber ich sage gerade Folge 2 meiner kleinen Minenerkundungsaktion hier. Wir haben uns hier schon beim ersten Teil der Mine umgeguckt. Wir haben schon gemerkt, dass es hier oben weitergeht. Da hinten geht es auch weiter. Ich habe es jetzt mal zugemacht. Wir gucken nochmal in die andere Richtung, was wir hier drüben haben. So, Moment, ich muss ja meine. Ich habe ja noch eine. Habe ich keine Axt dabei? Ich dachte, ich habe noch eine Axt mitgenommen. Na, warte, wir müssen uns behelfen. Wir setzen jetzt hier einfach mal eine Werkbank hin. Ich brauche jetzt eine Axt. Ich kann jetzt hier nicht weiterlaufen ohne eine Axt. Das machen wir jetzt nicht. Eine Axt muss schon sein. Also haben wir jetzt wahrscheinlich zwei Äxte gebaut hier. Ich muss nämlich ein bisschen. Ich bringe die Feder raus. Ja. Ich mach dir nichts, Klemmers. Mach du mir auch nichts, okay? Die greifen einen ja hoffentlich nicht an, oder? So eine Fledermaus? Ja, ist schon gut. Gott, oh Gott. Geht's weiter? Da geht's auch weiter. Ich glaube aber fast jetzt hier, wenn ich jetzt hier drüben gucke. Ah, hier geht es aber noch weiter. Ah, hier geht es aber nicht weiter. Nee. Okay. Ich bin sehr vorsichtig, sehr schreckhaft. Ich traue der ganzen Sache immer nicht. Ich höre den Zombie hier irgendwo. Aber hier ist nirgendwo jetzt kein Durchgang, wo er durchfallen könnte. Ich höre ihn nur. Und wenn ich ihn hier hinten dran höre, du. Er ist nicht laut zu hören. Ich habe Eis in der Decke gefunden. Es könnte natürlich auch sein, dass es da oben noch einen Gang gibt. Mhm. Oder aber den. Ach, jetzt habe ich keine Erde mehr. Dann muss ich hier so nichts reinbauen. Es ist hier oben tatsächlich. Schön zu machen. Stellen Eisen raus, das Eisen rausgebuddelt. Zu mal, hier geht's weiter, gell? Dieses Minensystem ist tatsächlich ein bisschen größer noch, als ich gedacht habe, was es ist. So, von da oben komme ich, glaube ich, gell? Das System, das Minensystem ist tatsächlich echt groß. Es geht hier überall in alle Richtungen weiter. Es ist über mir. Wahrscheinlich geht es auch in die Richtung noch weiter. Holz gibt es eine ganze Menge rauszuholen. Ist mir alles ein bisschen. Ich muss hier. Ich muss halt weggehen. Ich brauche immer ein bisschen Platz zum Sehen. Ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn ich nicht in die Ecken gucken kann. Ich habe Angst, aber ums rechts Eck steht jemand. Ja, okay. Da hinten habe ich ja zugemacht, da kommt nichts.
So, jetzt ist die Frage. Geht's hier nach oben weiter? Nein. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Ich muss trotzdem mal den Raum ein bisschen vergrößern. So, hier drüben ist noch Lapis Lazuli, was ich mitnehmen kann. Ich habe es immer noch nicht herausgefunden, was ich effektiv jetzt bauen kann mit diesem Kupfer, aber ich werde im Moment mal einfach alle Rohstoffe mitnehmen, die ich so finde. So, jetzt habe ich hier auch gerade die Flugzeuge aus Versehen abgebaut. Pass mal auf. Nicht so schön. Hier mal zumachen hier oben. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist über mir. Naja, über mir geht es noch weiter, das System. Da muss ich mal bei Gelegenheit einen besseren Zugang finden. Was ist das hier für ein Ding? Hier endet es. Hier endet der. Ich kann ja was öffnen. Okay. Was ist denn das hier? Ist das eine Kiste in der Wand oder wie? Was liegt hier alles drin? Kohle, Fackeln. Kohle, 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 Kohle. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Das ist ja schön. Oder Fackeln liegen da drin. Schienen. Glühbeeren. Ich hoffe, ich habe nirgendwo was übersehen von oben. Und das ist ein goldener Apfel. Ein goldener Apfel. Ich glaube, der macht besonders viel Energie dazu, wenn man sich mal verletzt hat oder so. Aufpassen, wenn ich hier oben was abbaue. Dass ich jetzt kein Loch hier reinbaue. Das geht tatsächlich. Okay. Nach oben ist das, glaube ich, alles zu. Hoffe ich. Was gerade ein bisschen nicht unschön ist, ist die Tatsache. Oh, hier ist nach oben, habe ich offen, gell? Auch da oben ist sogar Licht. Warum ist da oben Licht? Ist da auch eine Fackel oder was? Ist ja hier oben, wenn man durchguckt. Da oben ist Licht.
Gründen. Ich weiß nicht, warum da oben Licht ist. Ich erwarte es eigentlich jeden Moment, dass hier was um die Ecke gelaufen kommt und mal Hallo sagt. Glaube ich, was ist das hier? Richtig gemacht. Oh, hier ist echt unheimlich. Ich muss mal ein bisschen erst wieder. Ich brauche erstmal ein bisschen bessere Ausrüstung, glaube ich. Wenn ich ein bisschen bessere Ausrüstung habe, hier ist noch ein Spinnennetz. Ein bisschen bessere Ausrüstung. Kann ich ja noch weiter mal die Mine hier runterfahren. Hier unten geht es nämlich noch gleich ein Stück weiter. Und dann kommt ja noch irgendwo nach da oben. Wenn ich da oben bin. Das Licht. So, ich werde jetzt. Da läuft der Zombie. Da läuft er gerade vorbei. Das Zombie. Der Zombie. Da kommt auch eine Spinne angelaufen. Ah, jetzt tauchen sie plötzlich alle auf, die Viechers. So, okay. Ich werde jetzt hier mal, wenn ich hier rausgehe, dicht machen. Machen wir einfach mal zu. Machen wir einfach mal zu, damit uns hier keiner entweichen kann. Also hier haben wir ja den Spawner mal zugebaut, da kann nichts passieren. Das ist der Zugang hier drüben. Ja, können wir mal so lassen. Alles okay. Alles okay, soweit. Und nach oben haben wir uns das nicht gebraucht. Das war genug Grusel für einen Abend. Und nach da drüben. Weiß ich auch nicht, wie weit es hier noch geht. Mal auch bei Gelegenheit nochmal reinschauen. Aber heute nicht mehr. Jetzt bringen wir erstmal die Sachen, die wir unten gefunden haben, nach Hause. Zwei Quad weg ist das ja gar nicht. Das ist nur kurz unter unserem Rüstung hier draußen. Kurz unter unserem Haus. Unserer kleinen Wohnung. So, jetzt kann ich hier die drei Eisen noch machen. Ich habe Schienen gefunden, noch mehr Lapis Lazuli. Beeren, da weiß ich noch gar nicht, was ich mit denen machen kann. Muss ich mich mal erkundigen. Einen goldenen Apfel. Eine ganze Menge Spinnweben. Fleisch, Kupfer. Kohle habe ich auch gefunden. Kohle habe ich auch gefunden. Sehr schön. Und eine Menge Zäune. Das unten sind noch mehr Zäune. Also in der Mine wurden viel Zäune verbaut. Da kann man einiges noch rausholen, wenn man noch was braucht. So. Jetzt müsste ich mir als nächstes mal vielleicht. Ich wollte mir mal eine Angel bauen und da drüben angeln gehen. In der nächsten Folge. Jetzt lege ich mich gerade noch mal ins Bett. Meine Angel ist auch schon fast. Mein Schwert ist doch fast schon wieder kaputt, gell? Was ist das Schwert schon wieder kaputt? Wie viel Eisen? Ich habe nur 10 Eisen. Ich habe leider noch nicht so viel Eisen gefunden. Das fehlt mir tatsächlich aktuell am meisten gerade. Eisen fehlt mir am meisten. Erwische mich immer einmal. Einmal erwischen mich immer jetzt.
tauchen gehen. Komm doch mal her. Ah. Die hat mich diesmal nicht erwischt. Ich war echt zu vorsichtig diesmal. Oh, ein Creeper. Nicht hochgehen. Muss ja mal einmal hauen, dann gleich wieder abhauen. Und dann gleich wieder zurückgehen. Wenn ich zu nah dran stehe, dann explodiert er einfach. Wenn man zu nah dran steht, macht ein schönes Loch im Boden. So. Oh, hier geht es aber auch echt tief runter, gell? Ja. Muss mal gucken. Ich wollte mir hier drüben ja eine kleine, so einen kleinen Steg bauen, auf dem ich dem aus sich angehen kann, ohne den Ertrunkenen zu nahe zu kommen. Fische gibt es nämlich eine ganze Menge da drüben. Fische habe ich hier nämlich. Fische gibt es hier. Irgendwann habe ich mal so ein Schaf hier unten. Im, so ein Schaf hier drin sitzen. Ne? So. Moment, wie baue ich mir eine Angel? Eine Angel baue ich mir doch mit. Eine Angel. Eine Angel. So baue ich mir eine Angel. Schnell mal eine Angel gebaut. Hier irgendwo mal so einen kleinen Steg bauen. Sehe ich da gerade eine Kuh? Ich sehe doch gerade eine Kuh hier. Ich will mal was probieren. Pass mal auf. Komm her, du Kuh. Ja, komm mal mit. Jetzt muss ich dich erstmal hier außen rumlocken. Ja, komm mal mit. Kommst du mit? Ja? Komm mit hier rein. Tür zu. Komm mit hier hinter. Was machen denn die Kühe? Ich wollte eigentlich nicht. Kommt doch mal bitte hier rein. Alle nacheinander. Na, ihr auch. Was macht denn ihr da, ey? Tiere hier. So, ich habe nur ein Holz. Ich hole mein Holz. Komm her, du Kuh. Kommt die Kuh hier nicht durch? Sag mal. Kommt die Kuh denn da nicht durch? Das ist ja echt doof gerade. Ja, genau. So, Batz zugemacht. Eigentlich wollte ich die Schafe da nicht drin haben, gell? Naja, okay. Ich muss eigentlich wollte ich da nur die Kühe reinmachen, jetzt habe ich noch die Schafe drin stehen. Im Gehege. Da kommt es jetzt gerade nicht mehr raus. War eigentlich nicht mein Plan, aber ich muss die. Da muss ich die Schafe irgendwann nochmal rausholen. Naja. Was ich machen wollte, ist folgendes. Ich wollte hier einen Steg bauen. Wirklich eine Deckung. So. Ohne
runterzufallen. Muss ich mal kurz rückwärts bauen hier. Das geht nämlich auch irgendwie. Ich baue mich mal, baue hier mal einen kleinen Steg rein. Wie weit bin ich denn schon? Reicht das zum Angeln? Ich habe keine Ahnung. Ich will hier doch mal kurz meine Angelrute auswerfen. So. Meine Angelrute ausgeworfen. Hier gibt es ja schöne Fische. Mit was hole ich die Angel wieder ein? Gefunden. Einen Stolperdrahthaken habe ich jetzt gerade gefunden. Weiß Bescheid. Ich habe einen Haken geangelt. Okay. Dabei belassen wir es für heute. Okay, jetzt haben wir doch noch eine Kuh eingefangen. Wir haben einen Stolperdrahthaken geangelt. Und natürlich haben wir die Angel gebaut. Wir wollen in der nächsten Folge vielleicht noch ein paar Fische fangen. Und dann brauche ich noch einen Ofen. Ich habe noch einiges zu tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis die Tage. Ciao, ciao.